In dem Video will ich euch jetzt mal zeigen, wie man so einen Trompo richtig aufwickelt und wirft und was bei so einem Trompo, wenn man selber einen macht, wichtig ist. Je nach Größe vom Trompo braucht man natürlich auch einen unterschiedlich dicken Bändel oder für Nicht-Schwaben Schnur. Weil bei einem so großen Trompo braucht man ein richtig dickes Seil und bei so einem kleinen braucht man halt ein dünnes Seil. Weil wenn man den großen mit dem Seil hier aufwickeln wollte, dann, wem es langweilig ist, der kann jetzt daheim ausrechnen, wie viel Wicklung man bräuchte, um hier die ca. 30 cm mit so einer Schnur mit 1 mm voll zu wickeln. Also das ist recht viel und das ist ja auch irgendwie blöd, wenn man da dann 3 Tage lang wickelt und dann vor allem braucht man dann ja auch unendlich viele Meter und so weit kann man so einen Trompo auch gar nicht werfen. Wie dick so ein Seil nachher sein muss, muss man aber letztendlich für sich selber herausfinden. Weil manche nehmen eher ein bisschen dünneres, manche eher ein bisschen dickeres, aber ja. Beim Trompo sind 2 Dinge ganz entscheidend. Einmal braucht man hier oben so einen Ring, den kann man entweder so einfach mit dem Abstecher machen oder wie hier, der ist jetzt einfach mit der Röhre rausgedrechselt. Und der ist eben wichtig, wenn man es mit dem Wickeln anfängt, weil da macht man da dann ja so und da braucht man einfach was, wo das Seil sich festhalten kann. Was auch noch wichtig ist, dass der Kreisel unten an der Spitze so eine kleine Kugel hat. Das ist jetzt egal, ob man da jetzt was aus Holz macht oder aus Metall. Oder wenn man bloß einen Nagel nimmt, muss man den Bobbel trotzdem aus Holz machen. Weil der ist nämlich wichtig, wenn man dann aufwickelt, dass sich an dem das Seil halten kann und nicht einfach runterrutscht. Wenn man die 2 Dinge beachtet und immer so, dass es oben dicker wie unten ist, damit er beschleunigt, weil umso größer, umso langsamer dreht er sich und umso dünner, umso schneller dreht er sich. Also wenn man die 2 Dinge beachtet, kann man einen Trompo so ziemlich jede Form machen. Dann ist es auch egal, ob hohl oder so oder auch ganz anders. Vorne braucht so ein Seil immer einen Knoten. Den nimmt man dann hier so mit dem Daumen und geht dann hier einmal so rum und tut hier an dem Knoten festziehen. Das muss dann auch wirklich richtig fest sein. Dann nimmt man ihn so, hebt hier wieder mit dem Daumen fest und tut dann unten mit Wickeln anfangen. Und da ist auch ganz wichtig, dass man hier vorne so eine kleine Kugel hat, weil sonst würde das einfach alles runterrutschen. Und jetzt tut man hier im Uhrzeigersinn einfach aufwickeln. Und da ist auch ganz wichtig, dass man das Ganze auch stramm macht, weil wenn man dann nicht auch zieht, dann rutscht das Seil einfach runter. Und wenn es einen Knoten drin hat, das kann auch manchmal passieren, dann muss man den natürlich auch rausmachen. So. Und dann hat man ihn eigentlich auch schon fertig aufgewickelt. Jetzt haben wir unseren Trompo schon mal so gewickelt. Und dann nimmt man hier das Seil einfach so in die Hand. Und dreht da einmal so rum. Dass man es also so hält. Und dann nimmt man ihn verkehrt rum, also mit der Spitze nach oben. Die kann dann so hier rein. Und so hält man ihn dann. Und dann kann man einfach mal zum Üben so ein bisschen den Arm schwingen lassen. Und dann beim Werfen einfach hier vorne loslassen. Dann wickelt er sich so ab. Und wenn er dann da voll beschleunigt hat, hört das Seil da ja auf. Und dann dreht er sich rum. Dann muss er auch nochmal so ein bisschen zurückziehen. Und dann läuft er. Ganz einfach, wenn man es mal ein paar Mal gemacht hat. Jetzt wisst ihr mal so grob, wie man so einen Trompo wirft. Aber wo ich damit angefangen habe, habe ich auch einmal probiert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ist irgendwie ganz komisch aufgekommen. Ich habe ein zweites Mal probiert, hat auch nicht funktioniert. Und dann so ab dem 10., 20. Versuch hat es dann geklappt. Und hat es immer öfters geklappt. Und umso öfters geklappt hat,
umso mehr Spaß hat es auch gemacht. Und umso ärger hat man werfen können. Und umso länger ist er dann auch gelaufen. Deswegen gilt auch beim Trompo-Werfen nicht verzagen und das Ganze einfach so oft machen, bis es funktioniert. Und wenn du das mal ausprobieren willst und dir so ein Trompo machst und einmal wirst, kannst du mir ja mal in Kommentare schreiben, wie viele Versuche du gebraucht hast, bis der mal schön gelaufen ist. Aber wenn man mal ein Trompo werfen kann, heißt das nicht, dass man jeden Trompo werfen kann. Weil jeder ist ein bisschen anders, jeder hat eine andere Größe, jeder ist da von der Steigung her anders. Und deswegen, wenn man sie in neuen Trompo gemacht hat und der beim ersten Mal nicht gleich läuft, auch einfach weiter probieren und irgendwann läuft er dann schlecht. Und deswegen, wenn man einen neuen hat und sich nicht ganz sicher ist, dass es beim ersten Wurf schafft, dass das auch funktioniert, lieber zuerst mal irgendwo üben, wo man nichts hinmachen kann und dann irgendwo anders werfen. Bloß Kinder muss man wickeln, sondern auch Trompos. Wenn man sie werfen will. Kinder dürfen wir meistens nicht werfen, aber auch die muss man wickeln. Ja, und wie man das wickelt, zeige ich euch, aber da müsst ihr mir mal über die Schulter gucken.